So, es ist Samstagabend. Ich wollte mal ein bisschen was basteln in der Küche. Und zwar möchte ich mal eine Barbecue-Soße machen, die, ich weiß nicht, die muss man immer einkochen. Ich möchte das mal ohne das Kochen probieren. Ich möchte einfach mal ein bisschen was zusammenmatschen und gucken, ob ich da was Leckeres hinbekomme. Deswegen habe ich hier eine Schüssel, Tomatenmark, Ketchup, rohen Zucker. Gemahlenes Chili-Pulver, das ist ein Zuckerrübensirup, Apfelessig, Senfpulver, Selleriesalz, Paprika-Edelsüß, Knoblauchsalz, Pfeffer und hier ist ein Hickory-smoked Salz drinnen. Und ja, haben wir noch was vergessen? Geräuchertes Paprikapulver soll auch noch mit rein. Ich finde, das schmeckt sehr gut. Das Chili-Pulver habe ich noch nicht rein, das liegt noch da. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich möchte jetzt erst einmal alle anderen Komponenten hier mal richtig, wirklich gut durchrühren. Das mache ich mit dem Schneebesen. Der Grund, warum ich mal eine Barbecue-Soße machen will, ist, dass ich die Woche Shotgun Shells auf dem Smoker gemacht habe. Und natürlich habe ich Barbecue-Soßen zu Hause. Und habe die umgefüllt in eine Spritzflasche, um die Shotgun Shells fürs Glazing dann quasi zu bespritzen damit. Und dann war aber irgendwie, es waren irgendwelche Klumpen drinnen und haben mir dann das ganze Vorhaben versaut, weil einfach die Flasche dann verstopft war. Und deswegen will ich das einfach mal selber machen. Und wie gesagt, ich bin nicht vom Fach, ich probiere einfach. So, inzwischen habe ich auch das Chili-Pulver eingerührt. Ich mag es nicht zu scharf. Ich mag es übrigens auch nicht so essiglastig. Ich mag es lieber süß. Und ja, ich habe mich so peu à peu an eine gewisse Schärfenote hingetastet, die ich jetzt also eigentlich ganz angenehm finde. Da habe ich noch ein bisschen überlegt, was könnte da noch fehlen und bin auf die Sojasauce gekommen. Und ja, auch peu à peu dazu gießen und gucken, wann es perfekt ist. So, der Stoff ist jetzt hier umgefüllt in die ehemalige Ketchupflasche. Das kann man dann gleich schön dosieren hier oben mit dem Ding. Und weil es natürlich eine riesengroße Menge geworden ist, habe ich jetzt noch genügend zum Einschweißen und Einfrieren.